Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Übrigens zu meinem allerersten Schwangerschafts-Echtzeit-Video. Wir sind nämlich in Woche 24 bis 28 und ich in Woche 25. Also ja, ich hoffe, wir befinden uns im gleichen Stadium und euch geht es genauso gut wie mir. Denn wir haben heute wieder ein bisschen was zu tun. Zum einen das Warm-up, ihr wisst es ja. Und zum anderen unser Zirkeltraining. Und ja, wie ihr es ja auch schon kennt von meinen ersten Videos, beginnen wir das Warm-up, das für euch eigentlich nur eine Anregung ist. Ich habe es ja immer wieder wiederholt. Ihr könnt euer Warm-up so gestalten, wie ihr es möchtet. Hauptsache, ihr macht euch auf jeden Fall warm und überspringt es nicht, denn das brauchen wir definitiv, um sicher in unsere Übungen zu gehen. Und wir beginnen unser Warm-up heute damit, dass wir unsere Knöchel kreisen lassen. Dieses Mal lassen wir die Füße aber auf dem Boden und machen schöne weite Kreise, soweit wir können. Einmal in eine Richtung und in die andere Richtung. Wir wechseln das Bein. Nehmt euch dafür gerne ein bisschen Zeit und einmal in die andere Richtung. Dadurch, dass unser Gelenk- und Bandapparat geschwächt ist in der Schwangerschaft, tendieren wir auch schnell zum Umknicken oder zu stürzen. Ihr habt es vielleicht selber schon erfahren. Deswegen sollten wir darauf achten, dass wir schön warm sind. Schnappt euch eine Matte, wenn ihr eine habt. Hockt euch hin und beginnt damit, euren Kopf ein wenig zu dehnen. Dadurch, dass ihr über Kopf greift, könnt ihr aktiv mitdehnen, ohne dass euch jemand dabei unterstützt. Leicht ziehen, natürlich sollte es da nirgends knacken oder sich irgendwie unangenehm anfühlen. Gerne nochmal beide Seiten. Lasst abschließend den Kopf noch ein bisschen kreisen. Und nochmal in die andere Richtung. Wir begeben uns jetzt in unseren Katzenbuckel und Kuh-Bewegungsablauf, den ich euch schon mal gezeigt hatte, der euch gerne auch jeden Tag begleitet und dabei euren Rücken stärkt und dehnt, eure gesamte Rumpfmuskulatur. Den Rücken nach außen und lasst ihn etwas hängen, ohne euch zu überstrecken. Schiebt eure Matte jetzt ein wenig zur Seite. Die würde euch unnötig Stabilität rauben. Und wir beginnen mit einem Swing, wobei wir die Arme aber mitnehmen zur Seite. Das heißt, ihr habt hier eine leichte Rotation und dadurch, dass ihr die Arme mitnehmt, wärmt ihr auch eure Schultergelenke auf, hier auch die Hüfte dadurch, dass ihr eindreht, eure Beine werden warm. Macht das Ganze gerne ein paar Minuten, bis ihr wirklich merkt, dass ihr außer Atem seid. Und als abschließende Warm-up-Übung gehen wir in den Squat und schwingen die Arme mit. Das heißt, dynamisch, wir deuten den Squat an, wir gehen nicht allzu tief und die Arme gehen immer gut mit. So, ich denke mal, ihr seid jetzt warm. Ich bin es auf jeden Fall. Und
auf jeden Fall bereit jetzt fürs Workout. Wir arbeiten heute sehr intensiv mit dem Ball. Wer noch keinen hat, sollte sich dringend einen besorgen. Ich finde, es ist eins der besten Fitnessgeräte für die Schwangerschaft. Das werdet ihr noch merken in den kommenden Videos. Könnt ihr sehr, sehr viel machen, viele Bewegungsabläufe unterstützen und sicherer machen. Und mein erstes Baby ließ sich zum Beispiel am besten beruhigen, wenn ich mit ihm auf dem Ball herumgehüpft bin, als er noch ganz klein war. So, wir schnappen uns also einen Ball und Kurzhanteln, sofern wir welche zur Verfügung haben. Wir setzen uns hin und wir punchen. Sieht so aus, wir nehmen die Kurzhanteln hoch und wir trainieren hiermit eigentlich unsere Schulter, aber auch ein wenig den Bizeps und den Trizeps, indem wir die Kurzhanteln abwechselnd nach vorne führen. Dynamisch. Ausatmen beim Punch. Ihr macht gerne so viele Punches, wie ihr schafft. Wenn ihr merkt, eure Arme werden einfach schlapp und tun weh, dann ist es der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören. Aber führt euch da ruhig gerne mal ein wenig an die Belastungsgrenze. Anschließend machen wir eine wunderbare Dreierkombination für Trizeps, Bizeps und Schultern. Ihr könnt gerne auf dem Ball sitzen bleiben, genauso gut funktioniert die Übung aber auch im Stehen. Und zwar, ihr schnappt euch die Kurzhanteln und ihr führt sie nach außen, überstreckt den Arm, dass ihr merkt, wie es hier zieht, so. Dann macht ihr den Bizeps-Curl nach oben, ihr dreht die Kurzhanteln ein und führt sie über Kopf nach oben und wieder zurück. Der Trizeps, der Bizeps, die Schultern und zurück. Ausstrecken, eindrehen, nach oben führen. Und weiter geht's. Wenn ihr auf eine saubere Technik achtet, werdet ihr merken, wie jeder einzelne Muskel, den ihr hier ansprecht, wirklich arbeiten muss. Und dadurch, dass wir hier im Grunde genommen ein kleines Multiset machen aus drei Übungen, sprechen wir zeitgleich alle Armmuskeln an. Wiederholungen. Wie gesagt, geht auch im Stehen und dann gehen wir über in die nächste Übung. So, wir nehmen uns wieder den Ball zur Hand und machen eine ähnliche Bewegung wie aus dem Warm-up. Und zwar eine Rotation mit Squats und Ausfallschritten. Wir nehmen den Ball über den Kopf, wir gehen zur Seite, führen den Ball hinunter, wir gehen nach oben, leichter Squat und zur Seite und führen den Ball nach unten. Wer übrigens kann und mag und vor allem einen schweren Ball zur Hand hat, dieser hier wiegt 6 Kilo, kann es sehr gerne auch mit höherem Gewicht machen. Doch überlegt es euch gut, es wird auf jeden Fall anstrengend. Gleicher Bewegungsablauf. Genauso gut funktioniert die ganze Geschichte auch mit einem kleinen Pilates-Ball, also seid kreativ, auch wenn ihr ein anderes Gewicht habt, könnt ihr auch gerne damit arbeiten. So. Anschließend begeben wir uns wieder auf unsere Matte. Und nun machen wir den seitlichen Crunch, also eine Bauchübung. Und den Ball nehmen wir uns zur Hilfe, weil er uns einfach eben eine gute Stabilität bietet. Und wir somit mit ein wenig Unterstützung unsere seitlichen Bauchmuskeln trainieren können. Und das sieht so aus. Wir drehen uns ein, soweit wir können.
Wer möchte und kann, der kann sehr gerne das Knie zu Hilfe nehmen. Wobei die Übung dadurch natürlich intensiviert wird und anstrengend wird. Machen 15 bis 20 Stück pro Seite und wechseln dann unsere Seite. Und hier nochmal das Gleiche. Findet einen sicheren Stand, das Knie, das hilft euch auf jeden Fall, die Position zu halten. Und hier nochmal das Gleiche, der seitliche Crunch. Oder eben, wer sich zu unsicher ist und es nicht schafft, der macht die Bewegung einfach, indem er beide Beine auf dem Boden behält. So, 15 bis 20 Wiederholungen auch hier. Und dann gehen wir über in unsere allerletzte Übung aus diesem Zirkel. Und zwar bleiben wir am Ball im wahrsten Sinne des Wortes. Wir legen uns auf den Boden. Und wir stützen die Beine, die Füße auf den Ball ab, halten uns quasi fest am Boden und nun machen wir das klassische Hüftheben, allerdings eben am Ball. Wir heben die Hüfte einatmen. Das ist eine wunderbare Kraftübung für den Po und für die Oberschenkel, die hinteren. Gleichzeitig aber auch eine Koordinationsübung. Und Koordinationstraining ist in der Schwangerschaft ebenfalls ein wichtiges Thema, da wir tatsächlich aufgrund des insgesamt geschwächten Band- und Gelenkapparats und der verlagerten Körpermitte nach vorne zu Balanceschwierigkeiten neigen. Und wenn wir unsere Koordination trainieren, können wir dem ein bisschen entgegenwirken. Hier kann man übrigens die Übung noch ein bisschen intensivieren. Wer also kann und mag, der bringt seine Beine noch nach vorne. Hüfte nach oben, Beine ausstrecken und zurück. Hier werdet ihr merken, wie es hier zieht. Eine wunderbare Übung für den hinteren Oberschenkel und einfach noch ein bisschen schwieriger. Wenn ihr also in der Lage seid, ja, seid einfach kreativ und baut eben diesen kleinen Bewegungsablauf noch mit ein. Ansonsten empfehle ich jetzt, einfach mal kurz zu pausieren, ein bisschen zu verschnaufen, etwas zu trinken. Und wenn ihr dann so viele Runden eurer Wahl absolviert habt, bleibt ihr einfach hier liegen, macht die Augen zu und lasst die Gedanken einfach mal los und entspannt euch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und freue mich auf unser nächstes Workout in Woche 28 bis 32.